U-Boote sind einfach faszinierend. Selbst Menschen, die mit Krieg so gar nichts zu tun haben, finden die gigantischen Unterwassergurken anziehend. Man mag es sich gar nicht vorstellen, wie es gewesen sein muss, in einem solchen Teil wochen- oder monatelang eingeschlossen gewesen zu sein. Mitten im Krieg, ohne frische Luft oder Wasser, aber unter ständiger Bedrohung. In beiden Weltkriegen wurden weltweit hunderte U-Boote versenkt. Manche erlitten tödliche Treffer, andere sanken, weil der Treibstoff ausging oder die Technik versagte. Die meisten Wracks sind bis heute noch nicht entdeckt worden. Doch dank unserer neuesten Technik und verbesserter Unterwasserforschung taucht das ein oder andere wenigstens auf Fotos wieder auf. Die USS Greyback. 75 Jahre lang galt die USS Greyback als spurlos verschwunden. Das US-Boot der US Navy sank im Zweiten Weltkrieg. Niemals konnten sich Angehörige gebührend verabschieden oder hatten Sicherheit über den Verbleib ihrer Liebsten. Am 5. Juni 2019 wurde das Wrack schließlich vor der Küste Okinawas in Japan gefunden. Es ist eigentlich unglaublich, aber von den 52 im Zweiten Weltkrieg havarierten U-Booten konnten gerade einmal 6 bis heute gefunden werden. Obwohl es Hinweise auf die letzten Standorte gab, können Wasserströmungen und Bewegungen des Meeresgrundes die Wracks kilometerweit vom letzten bekannten Standort abtreiben. Trotzdem gaben die Verantwortlichen der US-Regierung und der US Navy die Suche nie ganz auf. Selbst heute wäre es für die Familienangehörigen noch extrem wichtig zu wissen, wo die Besatzungen geblieben sind. In den jetzt wieder friedlichen Zeiten nach dem Ende des Kalten Kriegs verbesserten sich die Möglichkeiten der Suche wieder. Noch vor 50 Jahren wäre es allein politisch unmöglich gewesen, in japanischen Gewässern oder anderswo auf die Suche zu gehen. Im Fall der USS Greyback brachten technische Verbesserungen so gute Aussichten auf Erfolg, so dass die USS Navy noch einmal gezielt auf die Suche ging. Tauchroboter und die Unterstützung der japanischen Behörden ermöglichten den Fund des U-Bootes in 463 Metern Tiefe. Heimathafen der Greyback war Pearl Harbor. Von 1941 bis 1944 war die Unterwasserkampfmaschine bei den Japanern gefürchtet. Sie versenkte ein U-Boot der Japaner und etliche handels- und militärische Transportschiffe. Zwischendurch rettete die U-Boot-Besatzung 6 Kameraden aus einem abgestürzten B-26 Mittelstreckenbomber. Die USS Greyback verließ Pearl Harbor am 28. Januar 1944 das letzte Mal. Im März versenkte die Besatzung 2 weitere militärische Transporte der Japaner. Danach riss der Funkkontakt ab. Das Boot galt seitdem als vermisst. Mysteriöses japanisches U-Boot vor Hawaii. Am 1. August 2013 entdeckten Forscher das Wrack eines U-Bootes der kaiserlichen japanischen Marine. Der Fund vor der Küste von Südwest-Oahu ereignete sich rein zufällig. Geologen, Taucher und Ozeanologen waren eigentlich auf der Suche nach kulthistorischen Artefakten der Ureinwohner, führten Schulungen durch und nahmen Unterwasservermessungen vor. Der Fund des havarierten U-Bootes war eine große Sensation. Allerdings konnte das gigantische Wrack zunächst nicht sicher identifiziert werden. Im Zweiten Weltkrieg und auf den Höhepunkten der US-amerikanischen und japanischen Auseinandersetzungen wimmelte es in den Gewässern vor Hawaii nur so vor Kriegsschiffen und U-Booten. Pearl Harbor war der größte Marinestützpunkt der Amerikaner im Pazifik. Am 7. Dezember 1941 hatten die Japaner den Stützpunkt im Schlaf überfallen und bombardiert. Heute sind zum Glück friedlichere Zeiten angebrochen. Die Wissenschaftler meldeten den Fund natürlich sofort den heute befreundeten Japanern. Es bestanden 2 Möglichkeiten. Entweder handelte es sich bei dem U-Boot um eine I-400 oder um die etwas kleinere I-23. Mit Tauchrobotern versuchten die Forscher dem Wrack dieses Geheimnis zu entlocken. Akribisch dokumentierten sie Wrackteile, fotografierten und verglichen. Die Japaner stellten Originalbildmaterial ihrer Boote und Experten bereit. Zunächst sah es so aus, als läge die I-23 hier versunken. Das Boot war an allen Angriffen auf Pearl Harbor beteiligt, bevor es verschwand. Der Supergigant I-400 zählte zu den größten U-Booten, die jemals gebaut wurden. Als perfekter Unterwasserflugzeugträger konnte die I-400 mehrere Sturzkampfflugzeuge in ihrem Inneren transportieren. Schließlich brachten detaillierte Unterwasseraufnahmen des Hecks, der Kampfeinrichtungen und Deckmatten die Wahrheit ans Tageslicht. Die I-400 war durch Torpedos im vorderen Teil gespalten worden, sodass einige Meter an Länge fehlten. Mit dem Fund und der Identifikation konnte wieder eine Akte der langen Geschichte des Krieges abgeschlossen werden. Das Perlenfischer-U-Boot vor Panama. Hättest du gedacht, dass es U-Boote schon im 18. Jahrhundert gab? Das erste U-Boot wurde 1976 von einem Amerikaner namens David Bushnell gebaut. Es hieß Turtle und konnte bei weitem nicht so tief sinken, wie spätere Modelle das konnten. 1800 baute ein Franzose ein ähnliches Mini-U-Boot und nannte es nach Jules Vernes berühmten Roman Nautilus. Das Baujahr eines U-Bootes, das heute vor der Küste Panamas liegt, ist nicht ganz so alt.
Die Submarine Explorer wurde zwischen 1863 und 1866 von dem Deutsch-Amerikaner Julius Kröll in New York gebaut. Kröll war in den Perlenhandel verstrickt und hatte mit den größten Schmuckhersteller Christie's und Tiffany zu tun. Das Boot sollte die Perlenfischerei revolutionieren. Das hätte wahrscheinlich auch geklappt, wenn die Menschen damals schon von der Dekompressionskrankheit gewusst hätten. Bist du Taucher, kennst du dieses Phänomen. Für alle Landratten sei es kurz erklärt. Durch die Druckveränderung unter Wasser ändert sich die Zusammensetzung der Blutgase. Normalerweise müssen Taucher und U-Boote deswegen in bestimmten Phasen aufsteigen oder Menschen an der Wasseroberfläche sofort in eine Dekompressionskammer gebracht werden. Andernfalls wird der Gasdruck in den Venen zu viel. Betroffene der Krankheit zeigen Symptome wie Müdigkeit, Übelkeit, Fieber, Bewusstlosigkeit oder Muskelschmerzen. Genau dieser Umstand setzte die Submarine Explorer außer Gefecht. Alle Perlentaucher wurden krank und hielten das Schiff für verhext. Keiner wollte sich mehr für die Tauchgänge zur Verfügung stellen. Das Boot geriet zunächst in Vergessenheit. Die Einheimischen mieden den Kontakt zum Wrack und sprachen auch nicht mehr über die düsteren Geschichten. Bis 2001 hielt man das Boot so für offiziell für ein Relikt des Zweiten Weltkriegs. Man hielt es für ein abgetriebenes japanisches Mini-U-Boot. Erst das Interesse eines Archäologen brachte die ganze Wahrheit über den unglücklichen Perlentaucher wieder zum Vorschein. Bis heute liegt das 12 Meter lange und 3,3 Meter breite Wrack in einer abgelegenen Bucht an der Perlenküste Panamas. Gelegentlich schauen Taucher oder Touristen vorbei und nutzen das Boot als Fotokulisse. Ein U-Boot des Deutschen Kaiserreichs. Im Ersten Weltkrieg baute die Kaiserliche Deutsche Marine unglaubliche 360 U-Boote. 40 davon wurden vor der britischen Küste im Krieg versenkt. Die meisten Wracks wurden nie gefunden. Eines liegt dafür umso prominenter vor der malerischen Küste von Kent. Dieses U-Boot wurde allerdings nicht im Krieg versenkt, sondern havarierte auf dem Weg zum Friedensabwracken. Nach dem Ende des Ersten Weltkriegs musste die Deutsche Marine UB-122 und viele weitere Waffen an die britische Regierung ausliefern. Auf dem Weg zum Abwrackplatz sank die UB-122. Ein Sturm trieb das Boot auf eine Sandbank nahe der Mündung des River Medway. Und dort liegt es auch heute noch. Das Boot wurde von den Einheimischen so gut wie möglich auseinandergenommen. Alles, was man nach dem Ersten Weltkrieg brauchen konnte, nahmen die Leute mit. Trotzdem ist der Rumpf des stillen Zeitzeugen erstaunlich gut erhalten. Bei Ebbe ist das U-Boot wunderbar von Land aus erreichbar. Gelegentlich kommen Schaulustige oder Kinder vorbei. Zu aktiven Zeiten war die 55 Meter lange UB-120 eher harmlos. Das stolze Boot brachte es auf gerade einmal 2 Erkundungsfahrten, ohne Versenkungen oder irgendwelche Zwischenfälle. Heimathafen war Bremen. Bei Überwasserfahrt hatte das U-Boot eine Reichweite von 15.742 Kilometern, kam aber gerade einmal mit 11 km/h voran. Unter Wasser konnte die UB-122 102 Kilometer bei 7 km/h zurücklegen. Das schnellste jemals gebaute U-Boot gehörte übrigens den Russen. K-162 brachte es in den 1960ern auf ganze 82,8 km/h. In Großbritannien überlegt man derweil, die Reste von UB-122 in die Schirmherrschaft des English Heritage Funds zu stellen und somit für die Nachwelt zu erhalten. Das atomare Unglücksboot der Russen. Lange rottete die K-159 in der russischen Marinebasis Grimscha am nördlichen Polarmeer vor sich hin. Das U-Boot aus den 1960er Jahren war 1989 außer Dienst gestellt worden. Das Brandgefährliche an den russischen U-Booten sind die atomaren Altlasten. Im Inneren des über 100 Meter langen U-Bootes schlummerten immerhin fast eine Tonne Kernbrennstoffe. Atom-U-Boote gab es seit den 50er Jahren. Mit eigenen Kernreaktoren an Bord waren sie schneller und länger unabhängig von Heimathafen. Die USA, Russland, Frankreich, China, Großbritannien und Indien besaßen und besitzen bis heute atombetriebene U-Boote. Die meisten davon liegen gesichert in irgendwelchen Häfen. Das Abwracken und Zwischenlagern der Brennstoffe ist ein heikles und teures Thema. So wehrten sich die Russen auch lange erfolgreich gegen die fachgerechte Entsorgung von K-159. Um das marode U-Boot am Sinken zu hindern, hatten sie schwimmende Pendants aufgebracht. International sah man in dem Wrack allerdings eine so große Umweltgefahr, dass Gelder zur umweltgerechten Entsorgung zur Verfügung gestellt wurden. 2003 war es dann soweit. K-159 sollte seine definitiv letzte Reise zu einer der wenigen 100 Kilometer entfernten Werft antreten. Doch dieses Unterfangen sollte in einem tödlichen Fiasko und Skandal enden. Offenbar wurde das U-Boot vor dem Abschleppen von den Russen kaum fachgerecht gesichert. Die veralteten Pendants blieben dran und gefährliche marode Seitentanks wurden nicht wie ursprünglich geplant vor dem Seegang abmontiert. Obwohl es geschleppt wurde, befanden sich 10 Mann der russischen Marine im Innern des U-Bootes. Die Russen hatten die starke Verrottung offenbar völlig unterschätzt. Unterwegs drang das Wasser ein. Kurz darauf riss einer der Pendants ab. Die meisten Seeleute ertranken plötzlich im massenhaft eindringenden Wasser. 2 konnten tot geborgen werden und nur einer kam lebend aus dem sinkenden Boot heraus.
Später wurde dem damaligen Befehlshaber der Nordflotte zwar der Prozess gemacht, wirklich zur Rechenschaft gezogen wurde er aber nicht. Obwohl derzeit keine Radioaktivität austritt, gibt es Pläne, K-159 doch noch fachgerecht zu entsorgen. Jetzt müsste es aus 238 Metern Tiefe geborgen werden. Die Hebung und Entsorgung soll rund 300 Millionen Euro kosten. Bis heute liegen hunderte U-Boote weltweit in den Marinehäfen. Keiner weiß mehr so recht, etwas mit ihnen anzufangen. Schade eigentlich. Vielleicht könnte man die ein oder andere Abenteuerfahrt für Extremtouristen anbieten oder U-Boote zu Hotels umbauen. Warst du schon einmal an Bord eines U-Bootes? Könntest du dir vorstellen, mehrere Monate lang in der Enge unter Wasser auf Tauchfahrt zu gehen? Oder hast du eine Idee, was man mit den ausrangierten U-Booten heute noch Sinnvolles anstellen könnte? Lass uns deine Meinung wissen, wie immer über die Kommentare. Und damit danke fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, zeigt es uns gerne mit einem Daumen nach oben. Und um nie wieder neue Videos zu verpassen, klickt auf Abonnieren. Und wir sehen uns bald wieder.